Liebe Freunde, hier ist euer Steinwein. Wir sind zurück mit Arthur hier in Haus Show Overlook. Ihr seht es, schöner Nachmittag, 15.40 Uhr. Wir haben also noch ein bisschen Zeit heute. Wir werden aber, denke ich mal, hier im Lager mal ein bisschen nach dem Rechten schauen und dann vielleicht mit Dutch sprechen. Pokern werden wir jetzt hier nicht. Wobei, im Lager zu pokern, das hätte auf jeden Fall auch mal was für sich. Wen haben wir hier? Uncle. Der trinkt mal wieder sein Bierchen. Uncle. Arthur. Uncle's drinking again and the sky's blue. Just taking a break. Na klar. Oh, was ist hier los? Just a little. Just a little. You already owe me a lot. I am not well. I think I'm dying. I need. If you are dying, how do you plan to repay me? Oh, you are a heartless little swine. Mr. Morgan. Reverend. It is for his own good, Mr. Morgan. I'm sure. Also ich glaube, mit der Aussage hat der Reverend schon nicht ganz unrecht. So, und John macht das, was ich jetzt eigentlich machen wollte, ein bisschen Holz hacken. Fleißig, und Abigail beachtet ihn gar nicht, geht vorbei. Komisch. Sind die verstritten? Die sind ja häufig so ein bisschen verstritten, habe ich den Eindruck. Mit Susan will sie aber offenbar auch nichts zu tun haben. Vielleicht sucht sie Jack. Der war hier mit dem Reverend unterwegs. Na, Susan. Dieser Blick. Okay. So, drehen wir mal weiter unsere kurze Runde hier. Hat sich da gemütlich gemacht, okay. Da ist der Reverend hin. Schmollt ein bisschen. Und da ist Kieran, schaut mal, der geht zu den Mädels. I've taken a break. But yes, I plan to keep reading. Is it, fun? It's amazing. It's the reason worth living. It's the only thing that makes me happy. So the only thing that makes you happy is being in your head somewhere else? I suppose I never thought of it quite like that. You never read? No, I never fancied it. But you can. Well, I could. If I chose to. I've just not chosen to. Well, maybe one of us will teach you. Da verschwindet er. Das ist ja aber interessant, dass Mary Beth so fanat ist ins Lesen. Hey, Mary Beth. Hello. How old are you now? 21, 22? You know, you shouldn't ask a lady such things. All right. Sorry, don't mind me. Sounds good. Tilly. Hey, Arthur. You're a good worker. Thank you, Arthur. Don't let me disturb you. Okay. Gut, dann lasst uns auch noch ein bisschen was arbeiten. Schaut mal, hier liegen noch so ein paar Stroh- oder Heuballen. Heuballen sind es rum. Die können wir noch irgendwo hintragen zu den Pferden vielleicht. Ja, tatsächlich, zu den Futterstellen. Oh, es gibt drei Futterstellen. Eine ist hier. Oder auch nur zwei, ich weiß nicht genau. So, da habt ihr was. Sehr schön. Und ihr seht, das Helfen verbessert sogar unsere Statistiken etwas. Oh, das war's. Wir können noch einen Heuballen heben. Dann können wir auch noch die andere Futterstelle bedienen. Die Pferde sind, glaube ich, komplett hier nicht angebunden. Ne? Die scheinen so auf uns geeicht zu sein, dass sie nicht abhauen.
Wobei, sind ja eigentlich Fluchttiere. Wenn irgendwas ist, sind sie ziemlich schnell weg. Naja, aber die werden schon wissen, was sie tun. Okay, gut. Dann, ja, dann lass uns mal mit Dutch sprechen und schauen, was er jetzt irgendwie hat. Sehe ich das richtig? Er hat hinten... Oh, was gibt's hier noch für einen Ärger? Was hat der Reverend schon wieder gemacht? Was macht er jetzt? There she is. Hi there, Arthur. Auf jeden Fall hat er richtig Ärger gekriegt eben. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Hat er da hingepinkelt? Also Susan war auf jeden Fall nicht amused. Na gut, also jetzt zu Dutch. Der hat irgendwie auf der anderen Seite das Zelt zugemacht. Habt ihr gesehen? Irgendwas ist da los. Mr. Arthur, I told Dutch, I feel I should tell you. I saw some Combs boys riding around. Down here? What they want? I have no idea. They see you? I don't think so. Okay. Well, thanks for letting me know, Kieran. Mm-hmm. Okay, das könnte es sein, was Dutch jetzt auch bewegt. Wir werden es sehen. Warte mal hier. Arthur. Dutch? Miss O'Shea? Well, feels like we are finally getting back on our feet. You find a buyer for them bonds we stole? Not yet, but Jose is working on it. When we heading west? Soon? I don't know. Feels like things have changed. The whole world's changed. But they don't want folk like us no more. We're being hunted. We are smarter than them. Only the feeblest of men take jobs in the government. I hope so. Trust Dutch, Mr. Morgan. You have to. They got Micah! Dutch! Arthur! What's going on? They got Micah. He's been arrested for murder. He was in Strawberry. It's okay, son. Breathe. They nearly lynched me. They got Micah and the sheriffs in Strawberry. And there's talk of hanging them. Here's hoping. Arthur. What? The fool brought this on himself. You know my feelings about him, Dutch. You think I can't see past his bluster to the heart inside? He is a fine man. No, I ain't saving that fool. I can't go. My face will be all over West Elizabeth. I am asking. He would do it for you. I don't think he would, but fine, all right. Arthur. You okay, Lenny? Yeah, of course I'm okay. You don't seem okay. You take that kid into town. Valentine, not Strawberry. Get him drunk. And Arthur, no crazy business. I've given that up. And you get Micah out of that jail. Come on, son. I'll get to it, Dutch. Just can't drop everything. Okay. Das heißt, das ist erstmal so eine... Erstmal nur so eine Aufgabe. Jetzt geht's erstmal darum, in den Saloon zu reiten. Und hier dem Jungen irgendwie ein bisschen... Abwechslung zu verschaffen. Ich weiß nicht ganz, was der Sinn der Aktion jetzt sein soll, was Dutch sich dabei gedacht hat, aber... I rode as fast as I could, didn't stop for nothing. Yeah, you look like you've been through it. I'm beat. We finally get off that mountain, then this. Micah's got a crazy side off of. What were you boys doing? You're supposed to be scouting ahead for us. I kept asking him what we was doing, but he was... You worried too much, kid. Just some business to attend to, kid. You know how he is. Yes, I do. He was half soaked before we even got there. Then we ran into some fellas. One of them Micah knew, drank some more. And this is supposed to be a dry town we're in, too. And then he shoots one of them. I know how that goes. Couldn't even tell you quite how. Happened like the strike of a match. The law was on us fast, too. They was ready to strangle me up there and then. But I got away, just about. You're all right now. We'll take care of it. So you're gonna go get him? I'll come with you. Nah, you leave it to me. For now, let's drink some. Forget about Micah.
It was drink that started all this. We'll just have a couple. Settle you down and head back, okay? Okay. Now, I should warn you. Me and a couple of the other boys, we got in a bit of a fight last time we was here. What kind of fight? Oh, nothing big. No, we kept it clean. We're all good. If you say so, Arthur. Naja, unsere Saloon-Besuche waren in der Tat bisher nicht jetzt wirklich die erwarteten Vergnügungsabende. Mal schauen, was heute passiert. Und scheinbar will sich Arthur auch so ein bisschen Zeit lassen, was Micah betrifft. So. Dann gehen wir mal rein. Er bindet sein Pferd da drüben an, auch in Ordnung. So, auf erneut zum Tresen. Langsam fühle ich mich hier richtig heimisch in diesem Saloon in Valentine. Ah, läuft noch wieder schöne Musik. Sag mal, jetzt schubsen wir uns hier schon gegenseitig. Just one or two. Right, Arthur? Of course, just a drink. No big drama. Can we get a couple beers, please? You! I don't want no trouble. You'll get none from me. I was defending myself. Tommy, he's... He'll be fine. Here, have one for yourself. Thank you! Genau. So einfach geht das. Micah seemed to know a lot of people. That was the problem. How you mean? I mean, I done seen a lot of crazy, crazy stuff, but Micah... A lot of crazy, crazy stuff. Will you shut up? Will you shut up? Be quiet, buddy. Oh, there, dullard! My lord, you men is dull. Hey, leave this fool alone. Leave the fool alone. People been leaving me alone. So, was machen wir? Bedrohen, schmeicheln, schlagen? Na, komm. Heute habe ich keine Lust. Listen, buddy. You're a charming fellow. One of the best. But me and the kid here, we're trying to talk business, so could you possibly leave us alone? No offense intended. Ain't no pleasing some folk. Gott, hier hängen aber auch viele Penner rum. Das ist ja gerade nochmal gut gegangen, Leute. Oh. That's great, partner. Lenny, Lenny, where are you? Lenny. Lenny? Bist du Lenny? Can't find my friend. You know where he went? Don't ask me. Lenny. Lenny, where are you? Was ist los mit Lenny? Lenny! Habt ihr Lenny gesehen? Hey, Lenny! See that feller I was with? No, sorry. Was mit dem Barkeeper? You know which way my friend went? You all right there, Slugger? Think your friend went upstairs. Okay. Nach oben. Was macht er denn da oben? Hey, you see my friend anywhere? Sorry, I don't know. Hast du Lenny gesehen? Lenny. Ich kann gar nicht mehr geradeaus gehen. What are you doing, kid? Hello, Arthur. Ah, da ist er. Ai, ai, ai. Do you know what? I don't know. Und weiter geht's. Well, why did you never marry? That's the thing, you see, because it... Lenny? Lenny! Get away from me! Oh nein, er prügelt sich irgendwo. Lenny! Down ist er. Komm, spring runter. Ich kann nicht mehr springen, ich muss runterlaufen. Lenny, hör auf damit! Lenny! Come here, boy. Come here. Are you in here, Lenny? Ich
wollte jetzt elegant hier über die Brüstung springen, aber so wie Arthur aussieht, ist das nicht mehr möglich. Oh Gott, kommen wir da noch heil runter? Lenny, was machst du da? You goddamn animals! Who do you think you're talking to? Nobody. I'm talking to nobody. What did you say? What? I said, what did you say? Get lost, buddy. Shut up, mister. Yeah. Shut your mouth, mister. Oh, yeah. Okay. Affe, wo pinkelst du hier hin? Wo muss ich hin? Ich soll wieder rein, oder was? Oh mein Gott. Ach, guck mal, da. Da soll man eigentlich, aber egal. Schnell wieder rein. Oh Gott, Lenny, schon wieder weg. Lenny! Lenny! You bastard! Lenny! Bist du Lenny? Du siehst so aus. Wo ist Lenny? Er ist wieder oben, ne? Lenny, where are you hiding now? Ist er das? Lenny? Found you, Lenny! I'm Clyde. You got the wrong fella. Ah, shit. Ah, da ist Lenny. Damn it, Lenny, stop slumping off on me! Do I look like a Lenny to you? Naja, ja, irgendwie schon. Lenny, du spielst Klavier! Lenny! Oh Gott, Lenny, du wirst immer schöner. There you are, Lenny. Lenny, go away, you drunk. Oh mein Gott, wo ist er denn jetzt? Lenny, I'm a boy. Just go home, will you? Arthur, Arthur, what are you doing? Oh, da ist Lenny. Jawohl. Wer bleibt am längsten stehen? You're a good friend to me, Arthur. Cheers. Cheers. Oh, verdammt, das Bier. Not you again? Yeah. Oh. Nein, ich will nicht ertränken. Aber... passiert halt auch mal. Oh nein! Der Sheriff! Okay, komm, wir müssen abhauen. Daran sind wir geübt, Leute. Los, lauf, Arthur, lauf! Stop right now, you drunken fool! I said stop! Life, liberty, and the pursuit of happiness! Arthur! You alive? Arthur! You alive, Arthur? I want to die. Well, what did we do? I don't know. Oh, me neither. Yeah. You pair degenerates. There's a fine for drunken violence in this town. You're just lucky no one was killed. Hey, we didn't start a thing. Yes, you did. Well, I don't remember. Either you fools got any money, it's $10 and you're free to walk. Sure. Now... get out of here. I don't want to see either of you around here no more. Oh, Jesus. So, that was a quiet drink? First one was pretty quiet.
Yeah, the first one was pretty quiet. At least it took your mind off goddamn Mikey. Well, that's certainly true. I gotta get out of here. I'm just gonna have a little sit down and feel sorry for myself. Oha. Also, dieser Saloon. Mit dem haben wir es ja. So, wir können hier ausruhen. Nee. Oh mein Gott, unsere Ausdauer, schaut mal. Völlig am Ende ist Arthur. So, ich glaube, wir brauchen jetzt wirklich irgendwas. Haben wir irgendwas dabei? Bohnen. Das ist das Einzige, was ein bisschen was an Ausdauer bringt. Naja. Komm, lass uns eine Dosen Erdbeeren. Ah, nicht mal das kann er. Er ist völlig fertig. Oh mein Gott. Was für ein Abend. Oh mein Gott. Schon wieder das Saloon. Der dritte Abend, der irgendwie unerfreulich verlaufen ist. Mann, Mann, Mann. Jetzt aber. Lecker Dosen-Erdbeeren. Das hilft uns wieder ein bisschen auf. Aber auch nur wirklich ein bisschen. Puh. Da will ich jetzt im Moment nicht schon wieder rein. Aber wir brauchen irgendwas. Komm, wir müssen noch irgendwas essen. Wir müssen uns stärken. Wie spät ist es denn jetzt? Und wir müssen, sollten mal unser kleines Kopfgeld auch noch loswerden, nachdem wir jetzt die 10 Dollar haben. Für diese Schlägerei zahlen mussten. Wir gehen mal in den anderen Saloon. Ich hoffe, da kriegen wir unseren geliebten Haferbrei. Hey, hey, let's talk about this. Arthur, Arthur, come on. Oh nee, Uncle, nicht schon wieder. Go ahead and call your mama for all I care. Take it easy, I got lumbago. Should have thought about that earlier. Fool or not, that drunk's a friend. I see you mess with him again, I'll see to it you don't do much after. Screw your threats. That piece of shit comes round so, here again. He'll get heute what's coming to sind wir aber zu geschwächt, um uns jetzt hier nochmal anzulegen. Deswegen essen wir jetzt wirklich erstmal. Can't get a goddamn break in this town no more. Not a damn one. Don't make a mess. Okay, Leute. So, und ich denke, jetzt ist der richtige Moment für ein paar Premium-Zigaretten. Haben wir die hier am Start? Hier unten sind sie. Lasst uns eine rauchen. Obwohl, das kostet ja Ausdauer, aber ist egal. Das muss jetzt sein. Ei. So, und dann zahlen wir noch unser kleines Kopfgeld und dann sind wir erstmal wieder frei. Fit vielleicht noch nicht so richtig. Aber das kommt mit der Zeit. Scotch, komm her. Und dann können wir uns mal Gedanken machen. Hey, Onkel. Maybe try keeping your mouth shut next time. Ja. Oh, come on. You'd all be bored as rocks without me. Und dann können wir uns mal Gedanken machen, was wir jetzt tun, ob wir wirklich jetzt Maika befreien wollen oder ob wir den da noch ein bisschen schmoren lassen. Also ich habe den Eindruck, dass Arthur ja, dass Arthur vielleicht letzteres sogar bevorzugen würde. So, maximale Verbundenheit haben wir erreicht. Hey, Buddy! Hey, Mister! Mister! I never learned your name. I never did. You're like a brother, but I didn't learn your name. And I said to myself, Mickey, you never learned that fella's name. Now, you'll never see him again. And you'll be sad. Like when your puppy passed. Because you slept on it. What's your name, mister? Arthur. Arthur? My uncle's name was Arthur. Uncle Arthur, we called him, on account of his name. It
It's a fine name. A strong name. Like a king. You could be my king, Mr. Arthur. Yes, you could. Treibt man nicht gleich. Mann, Mann, Mann. Oh mein Gott. Onkel Arthur. So könnten wir ihn jetzt eigentlich auch nennen. Na gut, laufen wir jetzt mal hier rein. Was verkauft er eigentlich? Ich glaube Postkutschenfahrten, ne? Das ist, glaube ich, sein Job hier. Von hier aus kann man in andere Städte reisen, aber im Moment nicht. Nein. So, die 1,50 haben wir auch noch übrig. Was ist eigentlich? Wir haben hier überhaupt gar keine... Wir haben keine Pistole hier im Holster. Was ist denn das? Sehe ich jetzt auch gerade erst. Und natürlich unseren Hut nicht auf. Auch das wird mal Zeit. Aber alles der Reihe nach. So. Liberty is worth every penny. Okay, jetzt sind wir erstmal wieder ohne Kopfgeld, sei es auch noch so klein, und können hier befreit wieder durch New Hanover reiten. Und jetzt ist die große Frage, ja, wohin reiten wir dann jetzt als nächstes? Also wir haben immer noch die Hosea-Aktion, aber die Geschichte mit Micah, die scheint hier noch gar nicht auf dem Zettel zu sein. Aber das beruhigt mich, denn Arthur hat da sowieso keinen Bock. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, diese Sache mit Hosea zu machen. Ich finde, wir sollten auch noch mal gucken, was wir jetzt noch nicht erkundet haben hier in New Hanover. Da gibt es zwei Gegner. Diesen Cumberland Forest, den ich mir ja noch mal anschauen wollte. Da sind wir... Ja, da... Das wollten wir erkunden, aber dann klappte das nicht. Wir wurden irgendwie abgelenkt. Diese Ölfelder, da können wir vielleicht mal vorbeireiten. Und dann zu Hosea hin. Vielleicht ist das ein Weg. Und ansonsten in der Gegend... Kennen wir auch noch nicht diesen Teil der Heartlands. Hier haben wir nur angefangen mal zu erkunden. Aber hier diesen südlichen Bereich, den können wir auch mal angehen, denke ich. Ja, das ist ein Plan. Also, lasst uns hier den Vormittag verbringen und diesen Cumberland Forest erkunden. Bei der Gelegenheit können wir noch mal Folgendes machen. Wir können noch mal einen Blick werfen hier auf diese Karte, die wir bekommen haben. Habe ich nämlich noch gar nicht gezeigt. Schatzkarten ist das, glaube ich, nicht, oder? Nee, die Karte, die wir bekommen haben von den legendären Tieren, die sieht nämlich auch sehr, sehr schön aus. Schaut euch das mal an. Wir können das auch nochmal vergrößern und wir sehen, wir sind ja hier. Wir haben den Bären dort oben schon. Aber eigentlich, wir sind bei Nummer 12, wenn ich das richtig sehe, so in der Nähe. Und bei Nummer 5 vielleicht. Vielleicht auch bei Nummer 4, müssen wir mal gucken. Nummer 5 ist Bighorn Ram. Und Nummer 12 ist ein legendärer Kojote. Das könnte sogar schon... Oh, und warte mal, der legendäre Hirsch dort. Ne, das ist ein Elch. Oder ist das ein Elch? Heißt Elk auch wirklich Elch? Oder ist das ein False Friend? Ne, 4 heißt... Das ist der Hirsch, glaube ich. Das ist tatsächlich der Elch. Aber der ist, glaube ich, weiter nördlich. Ich schaue mir es nochmal auf der anderen Karte an. Also der Kojote könnte tatsächlich hier sein. Da, wo ich auch noch hin wollte. Während vermutlich dieser Elch eher hier weiter im Norden ist. Das werden wir auf jeden Fall auch im Auge behalten und diese Tiere erkunden und erforschen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Also bis dann, macht's gut, euer Steinballen.